Nachbar? Großeinkauf gemacht? Ja, natürlich. Ich bereite mich doch vor. Ich will doch schließlich nicht der Letzte sein. Vorbereiten? Selbstverständlich. Haben Sie es denn noch gar nicht gehört? Wir werden abgeschaltet, Herr Krüger. Ah ja. Bereits im nächsten Jahr, am 30.04. um genau zu sein, da sendet das Fernsehen nur noch digital. Analog wird abgeschaltet. Da wird der Bildschirm schwarz, wenn man wie wir hier über die Satellitenschüssel guckt. Es sei denn, man ist vorbereitet. Aha. Ich sehe, Sie haben sich noch nicht informiert. Naja, wenn Sie es dann einmal anschauen möchten, können Sie gerne mitkommen. Ich komme mal rüber. So, dann kommen Sie mal erst mal rein, Herr Krüger. So, schauen Sie, zuerst muss man erst einmal nachsehen, ob man von der Umstellung überhaupt betroffen ist. Hier, im Videotext Seite 198. Sehen Sie dort. Dort steht, ob man bereits digital ist oder noch analog. Bei Ihnen ist sicherlich alles analog. Nein, bei mir gleich nicht mehr. Wer Kabel hat, braucht sich ja um nichts zu kümmern. Aber wir hier in der Siedlung haben ja fast alle Satellitenanschluss. Da geht ratzfatz das Licht aus. Am 30. April, wenn man nicht rechtzeitig auf digital umgestellt hat. Naja, ich mach's eigentlich gleich jetzt schon hier. Ja, wer weiß, ob es nachher noch alles gibt, was man dafür braucht, nicht? Herr Wingerloo. Ja, ich habe mich einmal umfassend fachlich beraten lassen. Man muss sich ja informieren, nicht wahr? Ja, umrüsten auf digital, das klingt für Sie jetzt wahrscheinlich wahnsinnig kompliziert. Ist es aber gar nicht. Es ist kinderleicht. Ja. Das Digitale ist das Fernsehen der Zukunft. Ja, ein viel besseres Bild und viel mehr Programme. Hier, das ist ein digitaler Satellitenreceiver. Oder wie der Kenner sagt, digitale Set-Top-Box. Ja, wenn schon, denn schon. Ich habe mir gleich einen HD-Receiver gegönnt. High Definition, hochauflösendes Fernsehen, glasklare Bilder, sage ich Ihnen. Ich habe mir das im Fachgeschäft einmal angesehen. Krüger, ich sage Ihnen, das ist Fernsehqualität. Da sollten Sie auch mal selbst drüber nachdenken, ja. Kommen Sie mal, Krüger. Zuerst müssen wir die alte Box austauschen. So. Geben Sie mir mal das andere Kabel darüber. Ja, vielen Dank. So, das wird hier oben wieder angedreht. Sehen Sie, hier einfach. So, und nun können wir das schon reinschieben. So, fertig. Oh, der LNB, die Königsdisziplin. Passen Sie mal auf, ich zeig's Ihnen mal. Wer eine alte Schüssel hat, braucht gegebenenfalls einen neuen LNB. Einen Low-Noise-Block-Converter. Ohne dem läuft leider digital gar nichts. Hier, mit meinem neuen LNB, kann ich sogar zwei Geräte anschließen, wenn ich will. Folgen Sie mir. So, jetzt geht's los. Jawoll. Digital, ich komme. So, dann wollen wir mal sehen. So und so. Ja, gucken Sie mal, hat geklappt. Jetzt kriege ich viel mehr Programme als vorher. Und jetzt PMT. Das Schöne daran ist, dass ich endlich unser Landesprogramm im NDR sehen kann. Und die anderen drei bekomme ich auch noch. Und das sind unsere... Für uns in Mecklenburg-Vorpommern. Sehen Sie doch, Krüger, sehen Sie doch. Oh, na,
Wie hab ich das gemacht? Sehr gut. Ja. Genau wie ich letzte Woche.